Hallihallo und einen wunderschönen Nachmittag aus dem wunderschönen Alanya. Wir sind unten hier in Nachkutla und begeben uns auf den Weg zum Spielplatz. Wir waren gerade Eis essen. Aktuelle Preise für einen großen Eisbecher sind so um die 4 Euro hier im Hansche. Das ist ein ganz gutes Restaurant hier. Also richtig großer Eisbecher, 4 Euro. Ich glaube, ich kann man sich nicht beschweren. Gibt es auch noch günstiger irgendwo, aber wir sind ja auf dieser Haupttouristenstraße. Ja. Thema des heutigen Videos ist diese Diskrepanz zwischen, was Leute empfinden, was ein gutes Land ist und was nicht. Ja. Das haben wir in Deutschland ja auch. Dass viele Leute wollen nach Deutschland unbedingt. Ja. Die würden morden, um nach Deutschland zu kommen, in Deutschland leben zu können, ins deutsche System zu kommen, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und Leute wie wir, die gehen in ein anderes Land, wie die Türkei, und fühlen sich da freier, fühlen sich da besser aufgehoben, haben hier mehr Spaß und so. Und das ist aber mit jedem Land so. Ja. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Videos gesehen von so Expats oder auch Leuten, die Menschen beraten, die diversifizieren wollen. Pässe zum Beispiel. Es gibt ja, Deutschland lässt ja momentan noch nicht zu, dass man eine doppelte Staatsbürgerschaft haben kann. Nur in Ausnahmefällen, wenn man zum Beispiel in Amerika geboren ist. Oder es gab, hier gibt ja auch ein paar Türken, die haben zwei Pässe. Da gab es dann so eine Gesetzeslücke mal. Und es gibt auch noch ein paar andere Ausnahmen. Man kann auch Anträge stellen über Anwälte und versuchen, zwar doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen. Man kann zum Beispiel Türke werden, aber dann verliert man die Deutsche. Aber man könnte dann halt den Antrag vorstellen, dass man die Deutsche doch behalten kann. Das soll aber bald geändert werden, aber nichtsdestotrotz. In Amerika ist es ja auch so, da sind ganz, ganz viele Leute, die wollen ein Visum haben für Amerika, für die USA. Die wollen gerne eine Green Card haben, die wollen da mal arbeiten. Die würden auch morden, um einen amerikanischen Pass zu bekommen. Ja? Und es gibt aber jetzt auch sehr, sehr viele Leute, die ihre amerikanischen Pässe zurückgeben und nicht mehr Amerikaner sein wollen. Die besorgen sich dann halt einen türkischen Pass, einen Pass aus den karibischen Staaten, versuchen irgendwie einen über Malta dann einen europäischen Pass zu bekommen und so. Und die versuchen dann alles über Botschaften irgendwie ihre Pässe zurückzugeben und dann kein Amerikaner mehr zu sein. Das kostet auch relativ viel Geld. Früher hat es mal irgendwie nur ein paar Dollar gekostet. Jetzt kostet es irgendwie 3.000 bis 5.000 Dollar, die Staatsbürgerschaft zurückzugeben. Und warum machen das die Leute? Weil Amerika hat eine Weltbesteuerung. Ja? Egal, wo du auf der Welt bist und Geld verdienst, du musst immer in Amerika auch Steuern bezahlen. Beispiel, du ziehst in die Schweiz, zahlst nur 15% Steuern und die Differenz musst du dann einmal im Jahr in den USA angeben und dort zahlen. Dann, was weiß ich, nochmal 15 oder 20 oder 25%, je nachdem, wie viel du verdienst. Ja? Und aus dieser Nummer kommst du nicht raus. Und deswegen wollen viele Leute, die viel Geld haben und dann halt irgendwie weniger Steuern bezahlen wollen, gerne die amerikanische Staatsbürgerschaft zurückgeben. Und das ist aber alles gar nicht so einfach, weil man muss das über eine Botschaft dann machen. Und viele lassen gar keine Termine zu. Und es gibt dann so, weil ich gucke so viele Videos von so Leuten, die Leute beraten in dem Bereich, gibt dann so gewisse Länder, was weiß ich, Armenien, da kriegt man noch guten Termin bei der amerikanischen Botschaft. Und dann fliegen die nach Armenien, sind da, machen einen Termin da, um ihre amerikanische Staatsbürgerschaft zurückzugeben und berichten dann selber, dass da ganz viele Leute anstehen, um halt eine Green Card zu bekommen oder ein Visum oder. Und so komisch ist das. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen auch einen Kommentar bekommen, ja, mein Vater kommt aus Mersin, der ist dann damals nach Deutschland gegangen und er hat jetzt ganz viele Jahre in Deutschland gearbeitet und gelebt. Der findet es so toll hier und warum seid ihr jetzt da und findet das so gut und warum ist mein Vater damals weggegangen? Ja gut, weil damals eine andere Zeit war, eine andere Umgebung, aber vielleicht will er ja auch was anderes. Jeder will ja was anderes, ja. Das ist halt das Problem. Also man kann das nicht über einen Kamm scheren. Ja? Die einen wollen, finden das Deutsche so toll. Und ich finde halt hier dieses ein bisschen abenteuerliche, ein bisschen anders, ein bisschen aufregende halt toll. Mit noch vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum. Ja? Wobei man natürlich immer eine Sache gegen das andere tauscht. Das habe ich vor ein paar Tagen über Dubai gesehen. Ich habe nur einen Videotitel gelesen.
Da stand drin, wer nach Dubai auswandert, tauscht Freiheiten gegen andere Freiheiten oder Einschränkungen gegen andere Einschränkungen. Das habe ich ja auch so empfunden in Dubai. Du kannst nicht dasselbe machen und tun dort, dafür kannst du andere Sachen tun, die du halt in Deutschland nicht kannst. Und hier genauso, du darfst hier auch gewisse Sachen nicht machen, sonst kriegst du richtig, richtig Ärger. Dafür sind andere Dinge halt besser und freier und toller. Aber nichts ist perfekt, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Es ist halt, überall gibt es andere Regeln. Man muss die Regeln und Vorschriften der Länder achten, respektieren. Ob du jetzt Deutscher bist in Deutschland oder Türke in der Türkei oder Deutscher in der Türkei mit Aufenthaltsgenehmigung, musst dich halt an die Gesetze halten und nicht alle Gesetze ergeben so sind, in allen Ländern nicht. Ja? Und deswegen ist es total schwierig zu sagen, hier geh doch mal im Land. Das ist total super, da müssen alle hin, das gibt es nicht. Ja? Manche gehen nach Thailand und dann gefällt ihnen aber das nicht. Manche gehen auf die Philippinen, dann gefällt ihnen das nicht. Manche gehen in die USA, dann gefällt ihnen das nicht. Aber wenn man was gefunden hat, wo man gut reinpasst und wo man mit den Gegebenheiten und der Vorschriften zum Beispiel gut klarkommt, dann ist das alles kein Problem. Ja? Was ich halt gerne mal mache, ist mich mal mit Besuch irgendwo in eine Kneipe setzen und oder in den Lokalen sind einfach mal günstig mal ein Glas Wein trinken oder so oder mal ein Sekt oder mal ein Bierchen. Ja. Ich mache das ja nicht oft und ich habe das ja auch immer 7 Monate nicht gemacht, dieses Jahr, genau. Also ich brauche das auch nicht unbedingt, aber ich möchte mir nicht quasi verbieten lassen, es zu tun. In Dubai ist es halt so eingeschränkt, dass du dich nicht in jedem Restaurant mal ein Bier dazu bestellen kannst oder ein Glas Wein, sondern musst du halt in spezielle Restaurants gehen oder halt spezielle Hotelbars und so, das ist da halt nicht so. Ja, oder dass man halt bei Mikros für abends mal, dass man sagt, ey, wir haben was zu feiern, ich kaufe mir mal eine Flasche Sekt, das geht da auch nicht so einfach, das gibt's da nicht im Supermarkt. Ja, das ist sowas, das ist so auch so, das empfinde ich so ein bisschen als Einschränkung meiner Freiheit. Für andere Leute ist es überhaupt gar kein Problem. Die haben gesagt, ja, ist das super, habe ich aufgehört zu trinken. Ich habe eh nie gerne Alkohol getrunken. Das interessiert mich auch nicht. Ja? Ich bin jetzt zum Beispiel nicht Raucher. Wenn ich jetzt in ein Land gehen würde, wo es keine Zigaretten gibt, das würde mich überhaupt nicht jucken. Ja? Das ist ja, Gott sei Dank, zum Glück raucht keiner. Ja? Ich mag Rauch auch nicht so gerne riechen. Ja? Manchmal finde ich es ganz lustig, weil ich das mich an meine Jugend erinnert. Aber ja, und so ist halt jeder auch anders. So muss man es halt auch sagen. Ja? Und Religion spielt ja auch ein bisschen eine Rolle und die Werte, die man hat, ja. Und jedes Land hat halt anderen Background, ja. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute sagen, hey, Deutschland gefällt mir total gut, finde ich total super. Oder England oder Thailand oder die Philippinen oder die Türkei oder die USA. Ja, USA, da ist gestern wieder was aufgepoppt bei Freunden von mir, die gesagt haben, ja, vielleicht fahren wir mal durch die USA mit dem Wohnmobil. Und ich so, boah, das wäre geil. Das ist schon geil. Ich gucke ja ein paar Kanäle in den USA und bin da mit der Politik nicht so einverstanden, bin auch mit deren Wertesystem. Passt auch nicht so 100% in meinem überein, aber das Land ist geil. Die Leute sind wahrscheinlich schon ziemlich geil. Ich war ja noch nie da. Ja. Und so durch die USA mal von der Ostküste in die Westküste fahren, sich alles angucken und so Abenteuer erleben, das ist schon cool. Ja. Also das, vielleicht mache ich das doch nochmal irgendwann mal. Ja. Und da gibt es auch Leute und jemand, der sich für die USA interessiert, kann ja einfach mal Green Card Lotterie mitspielen. Ich hatte hier jemanden getroffen, der hat zweimal gewonnen. Der hat da einmal für sich gewonnen, hat seiner Schwester bei der Green Card Lotterie geholfen und die hatte dann auch gewonnen. Also beide konnten dann halt mit der Green Card in die USA. Und er hat ein paar Jahre in den USA gelebt und hat seine jetzige Frau dort kennengelernt. Und der war ganz früher hier mal Reiseleiter in der Türkei, deswegen, mit dem habe ich mich letztens hier getroffen, ein Baubiologe, mit dem ich auch schon mal ein Interview gemacht hatte, ganz toller Typ. Und der hat einfach super geile Storys erzählt, der hat die ganze Welt gesehen. Ne? Und seine Frau kommt aus Sri Lanka, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube schon, also ganz breit aufgestellt auch. Ja? Deswegen, gibt es das perfekte Land? Nein. Gibt es Länder, die vielleicht besser zu einem passen, als das, wo man gerade ist? Sicherlich, ja. Und was muss man heutzutage sein? Flexibel. Man muss einfach flexibel sein. Ja? Und wir sind immer noch flexibel. Ja? Wir haben jetzt zwar einige Immobilien gekauft und so, wir sind aber immer noch flexibel genug, um nochmal das Land zu wechseln oder auch zurückzugehen. Ja? Wir haben halt keinen Besitz mehr in Deutschland, in dem Sinne, dass man sagt, wir haben kein Grundstück mehr, wir haben kein Haus mehr, wir haben kein Sparbücher mehr, auf denen irgendwas ist. Aber wir haben halt Firmen und Firmenbeteiligungen und
auch ein Aktiendepot und so. Und das, da können wir halt auch notfalls wieder zurück und dann halt per Miete mal ein paar Jahre da gut über die Runden kommen. Ne? Genau. Und ja, liebe Grüße aus dem sonnigen Alanya, was heute nicht so sonnig ist. Ihr seht es, Hose, lange Ärmel, langsam wird es etwas kühler. Aber ich habe mich auch einfach daran gewöhnt, es sind jetzt immer noch 24 Grad, ich laufe hier rum wie im Winter. Ne?